Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ich hoffe, Ton soweit ist okay. Ich habe ein Mikrofon mal umgestellt. Also, ich hoffe, es passt vom Level her. Musik, Spiel und ich. Also für einen Livestream. Wir haben beim letzten Stream aufgehört, dass wir eigentlich hier raufgefahren sind. Ich war schon mal so frei und habe den beladen. Und unser erstes Ziel wird sein, dass wir mit dem zur Schmelzhütte fahren und die ersten Wagen hier entladen. Und die letzten zwei Wagen, die werden wir für die Erzmine brauchen, um da das Depot aufzuladen. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir die dritte Bergstrecke weiterbauen und hoffentlich fertig bauen in diesem Stream. Jo, das ist soweit, was wir jetzt mal machen werden. Ich habe hier schon mal eingefeuert und wir sind auch schon warm. Dann können wir eigentlich gerade straight losfahren mit unserer neuen Lok Nummer 4. Hoffen wir mal, dass alle Wagen wieder mitkommen. Also, Bremse lösen wäre natürlich nur hitverdächtig. Na, das sieht sehr gut aus. Wunderbar, in letzter Zeit habe ich da Glück damit. Ich hoffe auch das Spiel. Ah, ich sehe gerade. So, jetzt sollen sie auch was sehen. Ah, tut mir leid. Ah, wobei, ich muss noch mal ganz kurz raustappen. Ich sehe gerade, es sind zwei Aufnahmen an. So, jetzt aber. Das ist auf alle Fälle hier ein Part, den wir nochmal neu bauen müssen. Genauso wie die. Also so ähnlich wie die. So wie die erste Strecke. Ah, Licht, ich sehe was. Ja, tut mir leid. Ich habe es jetzt gerade im Monitor gesehen, dass das Bild ja gar nicht übertragen worden ist. Die Technik. Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, dass wir hier nicht. Oh Moment, haben wir jetzt schon was verloren? Kann das sein? Kommt mir jetzt gerade ein bisschen wenig vor. 2, 4, 6. Das waren doch 8. Ich glaube, wir haben was verloren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir was verloren haben. Sag das Spiel nicht nochmal, sonst muss ich mir das auch noch kaufen. Ja, kauf's dir halt. Ich find's super. Bis auf gelegentliche Sachen, die passieren, so wie die Sachen. Ich hab's gewusst, wir haben es verloren. Ah, toll. Fängt ja schon mal gut an. Warum sind die entgleist? Okay. Hauptsache. Wir haben jetzt hier alles weg. Okay. Hauptsache, der steht noch da. Hat er die Bremse auch angezogen. Gut. Dann werden wir die Bremse mal bei dem hier. Und ja, komm, lass mich mal rauf hier. Lass mich rauf. So. Okay, dann wollen wir das mal hier nochmal neu machen. Und in der Theorie sollte der jetzt einfach hier runterholen. Nach einer gewissen Zeit. Ja, jetzt. Gut, dann hätten wir die zwei wieder angekoppelt. Die andere habe ich ja gereinigt, das heißt, hier können wir rein. Sieht lustig aus, auch wenn ich im Real Life über Bus und fucking Bahn immer fluche. Ja, es ist eigentlich auch ganz spaßig. Also wenn hier was passiert, bist du meistens selber schuld, aber nicht immer. Also ich dachte, ich hätte jetzt hier nichts falsch gemacht.
So, hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht zu schnell da auf unseren Zug aufprallen. Ah, ich glaube, das ist zu schnell. Ah, das werden wir den Hügel vermutlich eh nicht schaffen. Gut, haben wir mal die Bremse rein. Hier ist alles vorbereitet und dann werden wir mal zurückfahren und wieder angucken. Ich habe jetzt auch mal andere Musik drin, anstatt explizit Western-Musik. Ich bin jetzt mal auf Country gegangen. Sollte eigentlich genauso passen. Südli. Da kann jetzt garantiert nichts schief gehen. Es fängt schon wieder an mit diesem Mikro hochlen. Das ist im Verhältnis eigentlich noch ein kurzer Zug hier. Na komm. Ah, okay. Wir müssen die zweite Bremse auch noch anziehen. Ja, hab ganz kurz was nachsehen müssen. Das funzt hier nicht. Wir brauchen hier mehr Bremskraft. Ansonsten dann, alles klar, falls ihr aufs Wochenende schon Pläne dafür. So, mal schauen, ob es jetzt diesmal klappt. Yo, das sieht gut aus. So, wenn wir es hier mal lösen. Und in der Theorie bleibt das jetzt alles zusammen. Es sieht okay aus. Wenn man so drüber nachdenkt, die Kupplungstechnik ist eigentlich super einfach, aber genial. Aber ist halt nichts mit Bremsleitungen etc. Da bremst nur die Lok, wenn überhaupt. Irgendwo auf der Strecke steht noch unsere Draisine. Die sollte man vielleicht acht geben. Also die wird es nicht schaffen, dass wir entgleisen. Aber ich will es auch nicht herausfordern. Ja, das war die Demo-Kurve vom letzten Mal. Also wenn ich das dann hier neu baue, dann werde ich auch die dann entfernen. Kleinen Umzug. Macht man auch nicht jeden Tag. Also, ziehst du um oder zieht jemand anderes um? Schon wieder das Holz ausgegangen. Du ziehst um meine Straße weiter. Hat dir die jetzige Straße nicht gefallen, oder was? Bei dieser Straße gefällt mir das Licht nicht. Ich gehe in die andere. Also ich bin mein Leben jetzt
Also wo ich selbst umgezogen bin. Die Kinder hat jetzt nicht mitgerechnet. Ich bin jetzt erst zweimal umgezogen. Einmal von Tirol in Salzburger Land und von Salzburg nach Zürich, wo ich jetzt bin. Ist hier alles richtig? Nein, das ist hier nicht alles richtig. Lass mal ganz kurz husten. Moment. So. Das ist falsch. Also das ist richtig, aber das ist falsch. Wir wollen auf die Hauptstrecke. Damit man dann richtig entladen können, wenn wir die alte Bergstrecke befahren. Also wir die auch mal wieder gefahren. Achso, wir brauchen Holz. Da war ja was. Na. 49, ja, das sollte eigentlich ausreichen. Bis wir unten sind. Von 10 Quadratmeter auf 49. Ich ziehe unser Haus aus. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich was anderes. Mensch, aber der erste Umzug ist immer was Spannendes. Ich meine, bei dir geht's ja noch, weil da bist du ja de facto nicht so weit weg von daheim. Bei mir war der erste Umzug gleich in ein anderes Bundesland. Da muss ich dann schon ein bisschen fahren, bis man dann daheim ist. Aber trotzdem cool. Die erste eigene Wohnung kann man sich einrichten. Kann man mal die Sau rauslassen. Und dann kommen die ganzen Sachen, was man in der Wohnung so tun muss. Was vielleicht vorher nicht mal gemacht hat, so wie aufräumen und so. Ach, da ist die Draisine. Die muss weg. Oder nehmen wir die mit? Nee, ich glaube, wir lassen die da. Bist jetzt nicht. Abgesehen von Schönbau, wo wir die brauchen könnten. Und da habe ich jetzt aber demnächst kein... Wo ist sie? Keine vor. So. Da ist sie gut. Ist es richtig? Was ich jetzt gar nicht kontrolliert habe, ich habe mal... Ja, Wasser ist also okay. Ah, da brauchen wir so schnell in kein Depot fahren. Also für mich ist das noch der entspannte Teil. Das Bauen wird dann anstrengend. Aber das sollte man echt schaffen. Das ist, glaube ich, nur noch ein Drittel, was fehlt. Und dann sind wir bei der Kohlemine. Ja, Internet ist wichtig. Also ohne dem geht gar nichts. Priorität Nummer 1. Ja, als ich da umgezogen bin, war Internet auch das allererste, was ich mir angeschaut habe. Ich könnte es mir auch ganz gut vorstellen, auf einer Alm oder oben, also irgendwie auf dem Berg zu wohnen, wo ich meine Ruhe habe. Der einzige Nachteil ist dann halt das Internet. Aber jetzt gibt es ja das Starlink, ne? Machst du die Schüssel raus und hast dann gutes Internet. Aber ich glaube nicht so dran, dass das einwandfrei funktioniert. Und was ich auch ein bisschen doof fand bei Starlink, ist, dass es irgendwie auf die Region beschränkt ist. Wäre noch viel cooler gewesen, als jetzt, wenn du es überall mitnehmen kannst. Also, ich will immer wieder mal in Südafrika, da wäre es dann ganz cool, ne? Packst du die Schüssel ein, bis unten in Südafrika, packst du wieder aus und hast wieder Internet. Oder, wenn man nach Deutschland fährt, da soll es ja auch so Spots geben ohne Internet. Klingt jetzt böse, ich weiß. Gibt das vermutlich dann auf YouTube, wenn die Folge rauskommt. Vielleicht wieder böse Kommentare diesbezüglich. So, den müssen wir umlegen. Wir wollen auf die alte Strecke. Shit. Nicht so gut. Komm, lass mich darauf bitte. Kann ich darauf glitschen? Komm. Okay, dann machen wir halt eine Rampe. Quick and dirty. Und wir gehen jetzt erstmal raus, weil sonst hänge ich da wieder fest.
Oh, ernsthaft? Jetzt komme ich nicht auf meine toll ge... Komm jetzt. Geht doch. So. Ich glaube... Na, ich mach die weg. Stört mich sonst. So. Muss gut aussehen hier. Ist das Tonverhältnis soweit okay, der? Die Strecke hat schon ein bisschen Rost. Ich habe schon länger nichts mehr gefahren. Wobei in Zukunft vermutlich öfter, wenn ich dann diese Fahrten machen muss. Das wäre dann mal für die zweite Schwimmbau-Episode, dass wir die Strecke ein bisschen schöner machen, sagen wir mal so. Was dann da vorne kommt. Mit der würde ich den ganzen Knick gerne wegmachen. Jetzt müssen wir dann schauen, dass wir die erste Abzweigung gleich nehmen, dass wir dann richtig stehen. So, nehmen wir mal ein bisschen langsamer. Und hier kommt auch nochmal eine Strecke rein. Das wird dann eine Fleißarbeit hier. Okay, schlimmste mal geschafft. Jetzt können wir eigentlich rollen lassen. Allzu schnell wären die Züge zumindest auf dem Part nicht. Ich habe auch bis jetzt noch nicht einmal die Drehscheibe benutzt. Biege ich das jetzt immer aus mit dem Gleisdreieck. Ja, Rui 00001, vielen lieben Dank für den Follow. Also rein vom Optischen muss ich sagen, gefällt mir die Eureka, also unsere Lok Nummer 2, besser. Aber die hat ein bisschen mehr Wumms. Aber mit der Eureka beim Autofahren. Eventuell nochmal in einen Doppel- oder Dreifach gespannt, das war cool. Ui, war leider zu kurz. Hä? Inwiefern? Ach so, okay, ja, verstehe, alles klar. Na, spielst du selber auch gerade oder nur am Zugucken? So, da kommt jetzt gleich die Weiche, die wir vermutlich umlegen müssen. Ja, die ist falsch. Nur zuschauen. Aber hast du schon selber gespielt, oder? Hm.
oder war das dann, bis mal die meisten Patches mal durchgegangen sind? Okay. Noch nicht selber gespielt. Okay. Ja, vielleicht kommt's ja noch. Andererseits warten schadet nicht, also hat ja noch sehr viele Frustmomente in dem Spiel. So, ich bin mir gar nicht sicher, wie vorne der Abzweig konfiguriert ist. Der ist richtig. Okay. Wir werden uns dann die ersten Wagen mal hier schnappen. Also wir müssen hier den... wir müssen hier abkuppeln. Weil die letzten Wagen, die will ich für die Mine nutzen. So, und die Weiche da vorne ist falsch. Eisenerz habe ich da schon. Doch schon so viel. Okay. 45 von 100. Das passt. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal 4 Wagen. Und werden die dann mal entladen. Und weil ich es gerade sehe, du kommst weg. Du auch. 1, 2, 3, 4. Sprich, Handbremse anziehen. Und Dauer lösen. Das ist ein bisschen bescheiden hier zum Beladen. Aber hier kann man halt nicht weiterfahren wegen dem Depot hier. Also auch wenn das jetzt alles für hier wäre, muss halt jedes Mal den Zug hier aufteilen. Man kann natürlich auch eine unrealistische Kurve hier reinmachen. Aber das passiert nicht auf meiner Strecke. Währenddessen können wir mal wieder einheizen. Muss mal ganz kurz husten. So, da. Möge der Spaß beginnen. Also es sollte sich ausgehen. Machen wir mal die ersten 3 und dann nehmen wir so weit nach hinten, wie es nur geht. Wobei, machen wir mal die 2. Einer 60. Ich hoffe, jetzt kriege ich die 2 auch noch entladen hier. Das wird jetzt knapp. Gut. Wenn nicht, dass wir dann hinten hier entgleisen.
Wie viel hätten wir noch? Halben Meter. Halben Meter, Meter. Probieren wir es mal. Testen wir den hier. Schauen, ob das schon reicht, so wie er da steht. Ja, sehr gut. Gut, dann noch zwei. Ich muss mein Zimmer die Heizung abstellen. Also beziehungsweise ich habe so einen Heizlüfter da, aber die eigentliche Heizung nicht funktioniert. Jetzt ist die Luft zu trocken. Südle. Nachdem ich die letzten Wagen haben will, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Gerade wenn ich mir vorausdenke, wenn ich nach oben fahre. Ich glaube, wir kuppeln jetzt wieder an. Lassen aber die letzten zwei Wagen einfach stehen und fahren mit dem Ganzen dann wieder rein. Quick and dirty. Mal schauen, ob das so aufgeht, wie ich mir das denke. Rückwärts, bitte, danke. Und dann wird fleißig gebaut. Ich freue mich schon. Moment, da muss ich jetzt doch mal. Ist das jetzt gerade schon automatisch blockiert worden? Sperren. Danke. Entschuldigung. So. Super Bots jedes Mal. Bin ich jetzt gerade vorbeigelaufen? So. Also die letzten. Du kommst weg. Die letzten beiden bleiben. Also. Habe ich hier die Bremse angezogen? Ja. Gut. So, einmal noch und dann geht's nach oben. Also schnell ist das Spiel ja nicht. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Entspannt auch irgendwo. Wenn sie entschleunigt. So, das sollte auch passen hier. Oh, das könnte jetzt knapp sein. Nö, das war zu knapp. Ich glaube, wenn wir den Bot hier nicht mehr haben, werde ich mal ganz kurz den hier machen. So.
Momentan geht's im Discord auch wieder mal richtig ab bei Railroads Online. Vor allem diese Anfeindungen, was da teilweise ja gemacht werden, ist schon heftig. Da hat's ein ganz tolles Klima. Aber das 3D-Modeling, was sie da immer wieder zeigen, den finde ich am interessantesten. Wo sie dann die Zukunftssachen zeigen, von dem, was sie da reinbringen wollen. Für das Kabus. Das soll zu passen. Dann hätte man das hier erledigt. Und mal schauen, wie lange das dann vorhält, wenn wir dann die Schienen abholen. Na? Einmal entladen, danke. Und hier auch. Ja, perfekt. Und Abfahrt, rauf auf den Berg. Dann einmal das Depot noch füllen und dann hätten wir das. Wir müssen dann eh einmal hier die Schlaufe fahren. Damit wir dann richtig nach oben fahren. Ich will da nicht rückwärts rauffahren. Also wir könnten eben hier gerade drauf fahren, aber das will ich nicht. Rückwärts fahren mit den Wagen hat in der Vergangenheit gezeigt, ganz schlechte Idee. Was mache ich denn? So. Ich habe noch nie so viel Country vorher gehört. Erst seit dem Spiel. Ist jetzt. Ich meine, aber grundsätzlich ja nichts gegen Country. Aber es war jetzt nicht so das Genre, was ich sehr oft gehört habe. Sag mal, bin ich am Schlafen? Jetzt habe ich es hier noch falsch gestellt. Einmal bei der Sache bleiben. Und die Lok ist kalt, sehe ich gerade. Ich glaube hier unten, beziehungsweise auf der anderen Seite, werden wir noch ein paar mehr Depotgleise brauchen. Wird das jetzt hier nochmal was? So. Ach jetzt. Weil gerade auf der anderen Seite könnte ich mir noch vorstellen, dass wir da einen langen Zug bilden werden. Das werden wir dann sehen mit der dritten Mine. Was dann das für Zugfahrten generieren wird. Kesseldruck zu niedrig. Jetzt müssen wir warten. Okay. Dann warten wir mal. Ja, und sonst so. Was macht sie so?
Also wir zuschauen, wie ich ein bisschen meine Face produziere. Während die heiß wird, kann ich mal was nachschauen. Ja, doch, wir könnten hier mit einem größeren Radius rausfahren. Und eine Spitzkerne machen. Ja, so ein bisschen weiter nach draußen. Und dann könnte man hier noch eine Weiche rein platzieren und dann könnte man da nur ein oder zwei Gleise hinlegen. Was ist denn hier passiert? Also, das war vorher auf jeden Fall verbunden. Das ist nicht gut. Ja, toll. Jetzt komme ich jetzt hier nicht mehr weg, oder? Ach, Spiel. Hallo? Ja, toll. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Was ist denn das jetzt? Nein, oder? Kann ich hier... Ja, das ist jetzt... Das ist jetzt super. Jetzt kann ich es höchstens probieren, ob ich da irgendwie... provisorisch... Ach nee, ey. Muss mal schauen, ob ich mich da irgendwie rausglitschen kann. Ach nee, das... Ach komm, bitte lass mich hier raus. Ich kann auch den Wagen jetzt... nicht anders. Shit, wie kann ich mich da jetzt rausboxen? Das hat jetzt auch nichts gebracht. Naja. ja, also ohne Worte. ich glaube, wir müssen jetzt Wagen suchen gehen. Aber zuerst mache ich mal hier das da fertig. Und zu aller Sicherheit erstmal speichern. Okay, da haben wir ja Wagen Nummer 1. Das sah jetzt geil aus. Ich hoffe, das hat irgendjemand geklippt. Das war jetzt grandios. So, haben wir schon mal Nummer 1. Wir warten das jetzt hier, ich glaube 4. Also, wo sind die anderen? Bin irgendwo in die Richtung. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann finde ich die ja nie mehr. Ich glaube, so weit war das gar nicht. Wow, ist das knapp! Hätten sie ja fast den Zug da auseinandergenommen. Spannend, spannend.
Na, kommt der Wagen noch mit? Ja, sehr gut. Gut, holen wir die anderen. Ich glaube, so bin ich schneller, bevor ich starte, die mit der Lok hierher bringen. Gott sei Dank hat es jetzt unseren Verband nicht getroffen. Oder? Nee, hat's doch. Moment. 2, 4, 6. Hä? Moment mal. Haben da die Bremsen nicht angezogen? Okay, ne, dann hatten wir ein anderes Problem. Also, 2, 4, 6, 7, 8. Okay, dann sind das noch unsere da. Also, mindestens brauche ich die für da. Dann sind hier noch... da ist noch einer. Ich wollte mal umschauen, ob ich noch irgendwo einen anderen sehe. Das war nicht, ja, doch. 4, 6, 8. Ich dachte, da wären es auch 4 gewesen. Na, kommt jetzt der Wagen wieder nicht mit? Ah. Also, jetzt haben wir ganz kurz da fallen lassen und wieder mitnehmen. Das Leben eines Eisenbahners. So. Das muss bestimmt so. Du bist ja falsch hier. Der mir jetzt einfach runter. Was er nicht tut. Schade. Schön wäre es gewesen. Okay, dann haben wir da 2, 4, 6, 7. Einer von denen fehlt noch. Ist vielleicht der hier. Ja, okay. Gut. Wir werden das jetzt so machen, dass wir die erstmal hier ankuppeln. Ein bisschen Platz machen, dann holen wir den noch mit rein. Und den Kollegen da bringen wir nach hinten. So, die ist bestimmt jetzt wieder kalt. Ne, gar nicht mal. Hoffentlich hat es jetzt nicht noch mehr Wagen da. Also, Moment, rückwärts. Na. Ach, uns hat's auch getrennt. Ach, das ist so... bescheiden. So, wo dies passt. Gut, also müssen wir da noch an. Gut.
Und da haben wir die Bremse wieder raus. Wobei, war das jetzt schlau? Das war nicht schlau. Sehr gut. Dann können wir jetzt Platz machen, sofern es nicht noch eine Kupplung zerrissen hat. Ne, schaut nicht so aus. Abenteuerlich, abenteuerlich. Jedes Mal was Neues hier. Könnten wir den Kollegen schon mal wieder nach Hause bringen? Moment mal. Kann ich da oben platzieren? Ernsthaft? Ne, war noch back. Aber ich habe schon ein Foto gesehen, wo jemand die Lok Nummer 1 auf seinen Wagen raufgebracht hat. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. So, du kommst mit. Hier noch die Bremsen anziehen. Ah, die ist angelegt. Die auch. Die nicht. Ist da jetzt einer? Nee. Komisch. Also ich... Es waren doch vier Wagen, die hier gestanden sind. Also müssen wir später nochmal die Aufnahme angucken, aber es waren doch vier. Wo ist jetzt... Ach, der hat mich da hinten hingestellt. Südelee. Ich glaube, wenn wir dann mal über die andere Brücke fahren, dann sollte man das eigentlich sehen, wenn hier noch irgendwas rumliegt. Ah ne, da haben wir ja schon. Einmal lösen. Dann brauchen wir es hier nochmal. Gut, einmal zusammendrücken und dann fahren wir. Ich glaube, die Bremsen sind nicht angezogen beim hintersten. Ne, sind's nicht. Die machen einen Abflug. Aber die Kollegen könnt ihr schon mal... Ja? Sehr gut. Also versprecht euch, wir kommen heute noch mal oben an. So, hoffentlich war das jetzt nicht zu heftig.
So Entgleisungen sind schon was Tolles. Oder Züge, die in die Luft fliegen. Sollten wir es auch jetzt endlich geschafft haben, dann fahren wir mal die Schleife und dann rauf geht's. Das heißt, zurück bis zur Brücke und wieder nach oben. Eigentlich freue ich mich dann schon aufs Bauen, da kann ja fast nichts Schlimmes passieren. Nur bei der Testfahrt dann. Dass wir dann wieder mal eine Stelle haben, wo es einen Zug rausschmeißt. Dass sie da irgendwas mit den Bäumen machen in dem Spiel. Weil als ich das gebaut habe, hätte ich das garantiert hier doch gefällt. Okay. Die ist schon mal richtig, die davon auch. Da hinten werden wir gleich noch sehen. Einmal rundherum und rauf auf den Berg. Südele. Aber wir haben Episodenende. Ich werde mal eine ganz kleine Pause machen und dann komme ich gerade wieder. Also bis gleich. Gibt erstmal Musik auf die Ohren.